Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu YouTubers Live. Erste Folge jetzt auch hier am neuen PC und wie in den anderen Videos, ich frage euch gleich, fallen euch irgendwelche gravierenden Änderungen auf am Sound von meiner Stimme im Vergleich zu vorher? Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich da gerade am Werkeln bin. Ich bin an manchen Stellen noch nicht ganz so zufrieden. Deswegen würde mich das freuen, wenn ihr euch da beteiligen würdet. Dann hat der ein oder andere auch mal einen Tipp für mich oder so, wie man das vielleicht ein bisschen, naja, eher geregelt kriegt oder so. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo ist denn der PC hier eigentlich? Hier, okay. Weil ich sollte gleich mal anfangen, ein Video zu machen. In der letzten Folge bin ich ja hier angekommen in der Bude. Und ich sollte am besten gleich damit anfangen, bevor ich jetzt hier wieder irgendwie, ja, abrutsche, was das Publikum angeht. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Normale Auflösung, Popschutz. Ah ja, genau, jetzt habe ich ja hier diese ganzen Upgrades gekauft, die sich jetzt sogar lohnen. So, Konfiguration fertig, jupp. Ich versuche es jetzt übrigens nochmal mit Fraps. Ne? Da ist mir jetzt bisher jedes Mal gecrashed, aber ich habe das Gefühl, das klappt jetzt auch. Müssen wir mal kurz gucken. Hi-ho-he-yo-ho-ho. Toller Name, finde ich. Ja, ja, ja. Also ich gebe mir immer Mühe, wie gesagt, einen besonders kreativen Titel zu finden. Ich glaube, ich habe mich wieder selbst übertroffen. So. Ja, also dann ist es tatsächlich so. Man guckt ja unten mal kurz drauf, was da für Männchen dran sind und nimmt dann entsprechend die Karte dafür. Nur blöd, erstens, wenn keine da ist und oder zweitens, wenn ein Fragezeichen dran ist, dann musst du nämlich raten. So habe ich mir das nämlich irgendwie, hat das mal gepasst. Lustigerweise beim Raten besser als bei denen davor, naja. Das passt auch wieder nicht. Und das passt hoffentlich wieder. Ja. Zwei Sachen haben gepasst. Läuft. Sehr, sehr nice. Oder halt auch nicht, ne? So. Wo ist es denn? Also irgendwie ist das doof hier gerade. Ich krieg das irgendwie nie vernünftig auf die Reihe, aber ich glaube, das ist das Beste, was ich rausholen kann im Moment. Wobei... Das geht auch noch. Also diese roten Dinger, die kommen ja auch nur an den Anschlüssen, sage ich jetzt mal. Das heißt, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, oder? Oh, ich kann jetzt deutlich mehr Zeug da reinziehen. Guck mal an, ey. Das ist mal richtig krass. Ich habe jetzt deutlich mehr so Kapazitäten, also diese Render-Punkte, dadurch, dass ich den PC upgegradet habe. Wie im echten Leben. Ich werde aber nach wie vor noch so ein bisschen vorsichtig sein, was die Folgenlänge angeht. Ich habe keine Lust, dass mir da mitten in der Folge das Ding crasht. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen... Naja. Also mehr als 15 Minuten werden es nicht. Und wie gesagt, Soundquali bewerten. Und ja, vielleicht hat wer Tipps. Creative Sound Blaster Z habe ich drin. Falls es wen interessiert, das ist die Soundkarte. Was ist das? Wenn nichts ausmacht, mache, was du willst. Ja, ja, ist cool. Ich mache, was ich will. Das kann ich. Dann lege ich mich jetzt erstmal hin, weil das kann wohl nicht schaden und essen gleich hinterher. Hätte ich vielleicht davor machen sollen. Weiß ja nicht, was der Homie noch macht. Oh, das kam richtig geil an. So, da muss ich mal kurz cutten, kam was dazwischen, sorry. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Genau, Bewerbung habe ich jetzt gerade noch drauf gemacht, also irgendwie hat es da was mit der Aufnahme verhauen. Ist nicht so schlimm, viel verpasst habt ihr nicht, habe halt kurz das Video reingehauen und das war's. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was wir denn für Aufträge haben, da haben wir derzeit gar nichts. Warum ich das jetzt nochmal frage mit dem Mikro, ich habe zwar so ein paar Leute gefragt, aber naja. Auf den Manu verlassen will ich mich jetzt nicht allein, weil der sagt, ja, ja, klingt genau so wie vorher, finde ich aber nicht. Vielleicht seid ihr derselben Meinung wie er, ich will es hoffen. Weil dann nehme ich lieber in Kauf, dass ich in dem Fall falsch liege oder ihm Unrecht getan habe, als dass es wirklich schlechter ist. Aber ich habe irgendwie so ein blödes Gefühl, dass das irgendwie... Keine Ahnung. Da fehlen halt auch so ein paar Feinschliffsachen, sage ich mal. Jetzt schickt man den erstmal zum Arbeiten, damit ein bisschen Geld reinkommt.
wie gesagt, ich werde die Folge heute auch nicht allzu lang halten. Also das wird wahrscheinlich die kürzeste von allen jetzt erstmal. Aber ich will halt noch... Ich will eure Meinung hören, bevor ich da groß anfange und einen Haufen aufnehme und ihr dann sagt, Alter, klingt das scheiße und am Ende habe ich 10 Folgen, die scheiße sind, dann gucke ich lieber, dass ich das mal so in Grenzen halte. Shit, das habe ich nicht gelesen, was da stand. Ach, ist mir wurscht. Auf jeden Fall ein Level up, das ist wichtiger. Scheiße auf alles. So, Hardcore. Alles klar, mehr Likes generieren, das ist doch mal nicht schlecht. Awesome Squirrel Terror. Okay. Ja, Talentpunkte, okay. Maximale Glühlampen haben wir wieder bekommen und ein paar neue Items zum Kaufen. Und neue Karten. Holy moly. Da geht's rund. Gut, schlafen können wir schon mal wieder nach dem Job. Ach shit, ich hätte sollen gleich noch ein Video machen. Wobei, ausgeschlafen wird's eh besser. Kurz noch essen. Und dann kann ich eigentlich gleich weiterschauen nach dem Video. Aber ich muss demnächst echt mal anfangen, mal zu gucken, was... bei den Herrschaften so abgeht. Ach, Brot habe ich immer da. Okay, also verhungern müssen wir nicht. Aber lass mich raten, das ist nur so eine Notration. Ja, ist es nicht mal annähernd, macht das voll. Also, na gut, jetzt habe ich schon damit angefangen. Jetzt noch so ein Sandwich zu nehmen, was immerhin Geld kostet, das wäre Verschwendung dann. So, jetzt gehen wir da ran. Amy-Video. Mach einfach nochmal eins. Aber ich muss so langsam mal das alte Zeug aussortieren. Habt ihr mir ja auch geschrieben. Ich sollte wirklich mal... Ich glaube, ich fange gleich damit an. Bevor ich da noch irgendwie in Verlegenheit komme. Und irgendwann gar nicht mehr durchblicke. Was durchaus vorgekommen sein soll schon mal. So, das hier noch weg. Die meisten Spiele habe ich ja so gesehen eh geschenkt bekommen, von daher juckt mich das nicht, was es die Differenz zum ursprünglichen Neupreis war oder ist. Wie gesagt, die habe ich ja fast alle... Ich habe ewig kein Spiel mehr selber gekauft, glaube ich, kann das sein? Irgendwie nehme ich es immer... Oder ich warte immer, bis irgend so ein Heini mir das netterweise überlässt und dann passt das. So, dann zahle ich nicht nur kein Geld dafür, sondern gleichzeitig kriege ich noch was. Das ist dann schon ein kleiner Unterschied. So. Hihi ho ho. Boah, geiler Titel, ey. Muss mal schauen, dass ich die Kommentare wieder beantwortet kriege. Da hänge ich wieder etwas hinterher, aber naja. Durch die Einstellerei und den ganzen Quatsch. Das dauert halt. Und das ist wirklich sehr, sehr viel. Ich bin immer noch nicht 100% fertig und 100% zufrieden. Wie gesagt, gerade die Soundsettings da... Müssen wir noch ein bisschen rumfeilen, aber mit eurer Hilfe kriegen wir das schon hin. Wie gesagt, einfach so ein bisschen Feedback und dann passt das. Wenn ihr sagt, so ist in Ordnung, dann bin ich echt 100% zufrieden. Aber ehrliche Meinung, wenn es wirklich scheiße klingt, dann sagt es. Ganz wichtig. Soll ja auch theoretisch dann die Leute ansprechen, die mich noch nicht kennen. Aber wenn das dann gleich hier klingt, wie wenn ich hier aus dem Mülleimer rausbrabbeln würde, dann ist das nicht so förderlich. So, warte mal, wie macht man das jetzt am blödsten? So. Ja, aber irgendwie... Nee, so richtig gut wird's nicht. Ist irgendwie komplett verhunzt. Ich glaube, ich lasse es so. Dann packe ich lieber in diese komischen... dann muss ich halt da jetzt wieder ausgleichen. Nee, warte mal, das ist zu viel. Haben wir noch was anderes? Gelbes? Nee, nur das. Ja, dann nehmen wir hier noch weicher Fokus und gut ist. Aber mit der Zeit wird das dann schon besser. Mein richtig reinfuchsen in das Spiel tue ich mich dann wirklich erst, wenn alles andere erledigt ist. Aber es ist ja schon einiges passiert. Also ich habe schon viel dazugelernt, deswegen... Das muss erstmal reichen. Verweigern. Sehr schön. Geld, 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 Geld. Wütender Kommentar. Oh, da kenne ich einen, der das gut kann. Hem, hier, hem. So. Dann gehen wir noch schnell arbeiten. Solange das Video hochlädt und so weiter. 8 Stunden. Verkäufer in einem Spieleladen. Ja. Dreamjob, oder? Nee. Das mit den sozialen Kontakten, das machen wir dann beim nächsten Mal wieder.
gucken wir einfach, dass wir die, ja, den Fortschritt... Was? Das ist ja, wird ja immer schlimmer mit den Dislikes. Habe ich jetzt so verschissen? Ja, genau. Wo sind die sinnlosen Flames? Nicht schlecht, aber hätte besser sein können. Wieso gibt's da eine Dislike? Ach, egal. Oh mein Gott, ja, weil ich jetzt das 10. Video hintereinander von dem Spiel gemacht habe, oder was? Kommt das nicht so gut? Ernsthaft? Es gehen welche für das Video? Boah! Ja, okay. Was? Gutes Videospiel. Ja, okay. Gutes Geschäft, Abzocke. Geil. Das finde ich klasse. So, was habe ich jetzt geholt? Ach, guck mal. Interesse ist doch relativ hoch. Oh, ich brauche die Konsole dafür. Habe ich das richtig verstanden? Ja gut, dann ist wirklich scheiße. Ja, welche brauche ich jetzt dafür? Ja, scheiße. Warte, wofür ist das? PSP, okay. Ja gut, können wir ja machen. So, warte mal, dann gehe ich am besten da über Konsole kaufen wieder rein, weil sonst finde ich es wieder ewig nicht. Gibt es eine neue? Nee. Wow, Marktanteil 6%. Bombastisch. Hätte ich mir lieber eine große gekauft. Ach, egal. Das ist zwar jetzt noch ein größeres Verlustgeschäft, aber... Naja. Ein Spiel einfach nur rumliegen lassen für einen Haufen Geld ist auch blöd. Also. Junge, das Video kommt immer richtig Hammer an. Werden immer weniger. Oder werden das doch mehr? So steht denn da ein Minus dran? Ich reiß gerade hinten und vorne nicht. 430 verloren, oder? Ja, komm, red mal kurz mit ihm. Direkt nach der Werbung. Achso, chatten. Ja, komm. Machen wir den Balken noch voll, oder? Das sollte schon sein. Dann schnell essen und dann hauen wir das nächste Video rein. So, warte mal. Passt das jetzt langsam mal wieder, oder? Balken voll, ja, Beziehung, tschüss. So, essen. Essen! Macht das Sandwich eigentlich wirklich komplett voll? Nee, macht's auch nicht. Kann erst mal ein Brot rausholen, geil. Naja, mehr aufnehmen. Mach ja schon. So, aber jetzt können wir dieses Kackspiel endlich spielen. Und dann... Ja, keine Ahnung. Und dann halt irgendwas. So, Konfiguration fertig. Jupp. Ab. Zocke. Geil. Also das ist kein schönes Video, ist so ein richtiges Schlagwort. Clickbait. Oh mein Gott, es sind ja echt deutlich weniger geworden jetzt. Junge. Oh. Hat das sogar gepasst jetzt, oder? Fröhliche Äußerung. Oh, na gut. Maybe not. Kurzer Kommentar. Vielleicht muss den Sound nochmal ein bisschen einstellen. Das Geklimper ist mir fast ein bisschen zu laut. Leicht penetrant. Also von den... Keine Ahnung, was macht der da eigentlich? Achso, das ist ja wie so eine PSP halt. So ein Handheld. Achso, so macht er das. Musst du hier hin und her eiern. So, noch sieht's gut aus. Aber ich glaube, jetzt hört's schon wieder auf. Warte mal. So... Weil dann kann ich potenziell noch ein bisschen mehr rausholen. Aber das oben, das können wir eigentlich vergessen. Ja, das ist nicht gut. Dann lassen wir es dabei. Mal hier Farbe zuordnen noch rein. Und weicher Fokus, dann müsst passen. Das ist wenigstens einigermaßen gleichmäßig. Neuer Rekord. Na, hallo. Hat's ja doch was gebracht.
Finanziell allerdings wird es eine Weile dauern, bis das Geld drin ist. Ja, okay, Gameplay-Video. Machen wir. Geld und Spiele, so muss es sein. Monster Karate, geiler Name. Das Spiel will ich auch haben, unbedingt. Naja, gut, Leute, ich glaube, wir lassen es erstmal gut sein. Wie gesagt, zum Thema Soundqualität und so weiter, könnt ihr mir mal ein bisschen Feedback da lassen, weil da bin ich gerade echt am Rumwerken. Wie gesagt, ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass es alles genau gleich ist wie vorher. Und ja, sagt mir was dazu. Schreibt mir auch sonst was in die Kommentare, wenn ihr noch was habt. Und dann lassen wir es erstmal gut sein. Danke, dass ihr dabei wart. Däumchen hoch, wenn es gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.